Meine Freunde der PC-Hardware, ich sehe mir nun tatsächlich erneut ein Netzteil an. Diesmal eins, das vielleicht genau das Richtige für stromhungrige CPUs ist, wenn man bedenkt, dass es heute um verhältnismäßig doch nur 650 Watt geht. Heute wird nämlich der Sharkoon Silent Storm Cool Zero in der 650 Watt Ausführung von mir ordentlich beäugelt. Hier ist kurz und knackig die Rede von 80 plus Goldeffizienz, Vollmodularität und semi-passiver Kühlung. Obendrauf soll hier, wie so viele Marken und Hersteller mittlerweile von ihren Netzteilen behaupten, ausschließlich auf die hochwertigsten japanischen Kondensatoren gesetzt worden sein. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, wird bei solchen Aussagen bei manchen Herstellern zumindest des Öfteren ein wenig gemogelt. Und das werde ich für euch somit auch überprüfen. Preislich handelt es sich hierbei definitiv nicht gerade um ein Schnäppchen, denn es kostet zum Zeitpunkt des Videos um die 95 bis 100 Euro, je nach Händler. Es ordnet sich aber prima mit anderen guten renommierten Netzteilen in vergleichbaren Klassen ein. Wie gut ist also das heutige Silent Storm Cool Zero? Es gibt hier durchaus eine kleine Besonderheit, die andere 650 Watt Einheiten für gewöhnlich nicht mitbringen. Der Lieferumfang ist zum Glück, wie so oft in letzter Zeit, richtig gut. Doch man sieht schon anhand mancher Adapterkabel, dass hier die ein oder andere Sache anders gelöst wurde. Mehr dazu später. Optisch und von der äußeren Verarbeitungsqualität her macht das Silent Storm Cool Zero definitiv keinen schlechten Eindruck, kann aber für den einen oder anderen unter euch wohl etwas langweilig und inspirationslos wirken. Aber gut, was will man denn hier auch groß erwarten? Es ist ein Netzteil, das in der Regel irgendwo verborgen ins Gehäuse geschraubt wird und fertig. Auch die Maße sind ziemlich standardmäßig gehalten. Manche ATX-Einheiten sind ja kürzer, wie zum Beispiel das letzte, das ich von Antec vorgestellt habe, wenn ihr euch noch erinnert. Was bei modernen Netzteilen heutzutage, zugegeben, schwer wegzudenken ist, ist die Möglichkeit, den Lüfter bei geringerer PSU-Auslastung automatisch auszuschalten. Auch hier ist also so ein Zero-RPM-Fan-Modus an Bord, praktisch semi-passive Kühlung. Erst wenn es die Einheit für nötig sieht, schaltet sich der Lüfter ein und anschließend auch wieder aus. Aber siehe da, hier ist ja noch ein zweiter Schalter mit der Bezeichnung Fan-Delay-Modus. Ihr könnt es euch schon denken, ist dieser auf On umgelegt, dreht der Lüfter nach Herunterfahren des PCs noch 60 Sekunden lang seine Runden, um die Restwärme im Netzteilinneren nach draußen zu befördern. Wie so oft hat sich auch beim heutigen Netzteil ein Single-Rail-Design durchgesetzt. Wie immer muss ich dazu sagen, dass Multirail genau genommen noch das kleine Stückchen extra Sicherheit mit sich bringt, wobei ich nicht behaupten kann, dass ich jemals so richtig Probleme in diesem Zusammenhang mit Single-Rail-Einheiten hatte. Selbstverständlich sind hier alle modernen Schutzschaltungen vertreten. Und nun zu den Kabeln. Vielleicht ist es euch ja aufgefallen, dass man anders als bei den meisten 650 Watt Netzteilen hier nicht einen, sondern zwei 8-Pult-CPU-Stromanschlüsse bekommt. Das kann in manchen Fällen ein Vorteil sein, vor allem wenn man zwei solcher Anschlüsse will, aber nicht über 650 Watt hinaus will. Außerdem wurde ganz viel Wert auf SATA gelegt. Genau genommen wird an sich kein einziges Molex-Kabel mehr bereitgestellt. Wer aber doch noch Molex braucht, hat die Möglichkeit, mithilfe der mitgelieferten Adapter aus SATA Molex zu machen. Allerdings werden uns nur zwei solche Adapter dazugepackt. Für Floppy gibt es auch so einen Adapter. Also ihr seht, wer tatsächlich stark von Molex abhängt, sollte eventuell einen Bogen um das heutige Netzteil machen. Die Kabel an sich sind schön lang, der Großteil dabei der Art Flachband, mit Ausnahme des 24-Pol-Kabels mit Nylon-Ummantelung. Und wie schon anfangs erwähnt, ist die Rede von einer vollmodularen Einheit. Es werden also nur die Kabel angesteckt, die man braucht. Da fehlt also nur noch eines. Es ist wieder Zeit, einen Blick ins Innere der PSU zu richten. Selbstverständlich muss somit auch mein Standard-Warntext her. Bitte unter keinen Umständen Netzteile öffnen, es besteht Lebensgefahr. Immer wieder will ich auch die neuen Zuschauer unter euch darüber informieren, dass ich definitiv kein Profi auf dem Gebiet Netzteil bzw. Elektrik bin. Es reicht bei mir nur für die absoluten Basics aus. Trotzdem will ich euch ein paar Infos liefern. Gefertigt wird das Netzteil also, wenn ich nicht komplett falsch liege, vom bekannten OEM namens FSP. Scheint soweit eine solide Plattform mit üblich guter Full-Bridge-Topologie mit LLC-Resonanzwandlern zu sein. Auch Synchronous Rectification bzw. auf Deutsch eine synchrongleiche Richtung samt DC-DC-Wandler kommt hier ins Spiel. Das sind so Sachen, die man aber zu 95 Euro mittlerweile erwarten darf und auch soll. Wurde hier nun eventuell doch bei der Kondensatorwahl ein wenig gemogelt oder erzählt man uns da tatsächlich die nackte Wahrheit?
Naja, mit dem Blick auf die Primärseite sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Tatsächlich ein 400 Volt, 560 Mikrofarad Rubicon-Elektrolyt-Kondensator. Definitiv japanisch. Genau so geht's aber glücklicherweise auch auf der Sekundärseite weiter. Zu finden ist ein Gemisch aus Nippon Chemicon und Rubicon. Zum Abschluss gibt es auch noch bei den Feststoffkondensatoren Entwarnung, wo generell am liebsten geschummelt wird. Und auch hier nichts als die Wahrheit, nämlich FP-Cap bzw. Nichicon. Was kann ich sagen? Sieht prima aus. Aber mit prima allein ist es ja nicht getan. Zugegeben, Tests mit professionellem Equipment gibt es bei mir nicht. Einzig simple Effizienz- und Spannungstests gibt es bei mir für euch zu sehen. Das dürfte die Profis unter euch natürlich regelrecht langweilen. Sorry, aber die Ergebnisse können sich schon sehen lassen. Bei der Spannung gibt es ganz, ganz leichte Schwächen bei der 3,3 Volt Leitung, doch alles im grünen Bereich. Die 12 und 5 Volt Leitungen hingegen sind nicht weit entfernt von Bestwerten, also im Großen und Ganzen ein ansehnliches Endergebnis. Also generell betrachtet kann man vom Sharkoon Silentstorm Cool Zero 650 Watt ohne den geringsten Zweifel nicht nur von einem anständigen, sondern guten Netzteil sprechen. Es ist gut verarbeitet, setzt auf ordentliche moderne Technik, bietet alle Schutzschaltungen, ist vollmodular, überaus leise im Betrieb, egal nun mit welchem Modus man den Lüfter betreibt. Ja, ich weiß nicht, was ich noch groß dazu sagen könnte. Es ist zwar für Netzteilmarken schwer geworden, am Markt Fuß zu fassen, da es einfach mittlerweile so verdammt viele gute Modelle da draußen gibt, doch eines kann ich euch ja sagen, wofür man sich letzten Endes auch entscheidet, für das Sharkoon Silentstorm Cool Zero 650 Watt Netzteil kann ich eine Kaufempfehlung aussprechen. Einziger Nachteil, relativ wenig Molex-Anschlüsse, nur zwei könnte für manche durchaus knapp werden. Wer also noch vieles per Molex anschließt, sollte sich lieber nach einem anderen Modell umsehen. Und ja, ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen, dann kann ich mich ja noch bei euch fürs Zuschauen bedanken.